Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Banjo-Tooie. In der letzten Folge habe ich zwar gesagt, ich will gucken, wo mich die Blume hinbringt, aber jetzt denke ich mir irgendwie so scheiß drauf, ich kann fliegen. Da kann ich mir aussuchen, wo ich hin will. Na. Und in dieser Folge werde ich mal gucken, wie wir hier noch so weiterkommen. Ja. Hier ist eigentlich gar nicht verkehrt. So, einmal müssen wir hier rauf. Damit sich dort etwas öffnet. Und dann können wir hier fliegen. Ich wollte gerade die Sturzflugattacke machen. Yo, würdest du bitte landen, Kazooie? Danke. Hab ich jetzt fast hingekriegt. Super, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Das wird garantiert auch nichts mehr. Ja, warum solltest du auch nach oben gucken? Nee, ich hab's ja nur in den Controller eingegeben. Kazooie. Nee, du. Versuchen wir das Ganze noch einmal. Schade, dass du mir keine Energie gibst. So. Nicht schon wieder. Und jetzt fliegt er in die falsche Richtung. Du willst mich doch verarschen, Kazooie. Fliegt sie in die falsche Richtung. Gut, dann eben nicht. Dann gehen wir halt erstmal da oben ins Käseparadies. Mir doch egal, wenn ich das eine nicht hinkriege, dann gehe ich halt zum anderen. Ich weiß nur nicht, ob das hier auch Kazooie-only ist. Ich weiß nur, dass man es irgendwie Kazooie-only machen kann. Ist zwar ziemlich schwierig, aber... Ist hier oben irgendwas? Ne, hier oben ist nichts drauf. Gucken wir mal, wie weiter kommen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Im Käsestück. Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich doch einfach nur restlos verarschen. Würdest du bitte auch den Flatterflug machen? Ich habe echt keinen Plan, was ich hier machen soll. Hey, wenigstens bin ich jetzt hier hochgekommen. Also eigentlich muss ich hier mit Banjo hin. Okay. Das ist also eigentlich so ein Banjo-Only-Ding. Aber wie soll ich denn dann nach oben kommen? Hä? Hä? Aber mal ganz ehrlich. Hä? Nein, ich wollte nicht Gold finden. Jetzt ist es eh zu spät.
Oh. Ach Gott. Das kann noch lustig werden. So, jetzt werden wir erstmal Benjo sein. Kann ich jetzt Benjo hier hochrufen? Ich will mit dem Vieh irgendwas machen. Ah, ich verstehe. Okay. So, und als kleines Benjo-Paket können wir hier durch uns die Noten einsammeln und mit Gemjars reden. Droht dir Gefahr, springst du hinauf, hinein in den Rucksack, denn der ist jetzt auf. Halte Z gedrückt und dann drücke hoch C. Darum sicher und nichts tut dir weh. Keine Ahnung. Das ist dann alles. Weggetreten. Sehr gut. Jetzt haben wir einen Hüpfsack. Und das ist dann auch der letzte reguläre Move im Game. Aber da mir so noch einer gefehlt hat, ist das noch nicht der letzte, den wir aufgesammelt haben. Für uns gibt es dann definitiv noch einen Move. Ich weiß jetzt aber... Natürlich doch. Ich weiß, welcher das ist. Und das ist das durch die Luft gleiten. So, hier haben wir noch eine Note. Das heißt, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hoffe ich mal direkt beim Mr. Fit. Nee, natürlich nicht. Ach, hier sind wir jetzt... Da... Bei der Sache. Gut, die bringt uns jetzt nichts. Denn wir sind nicht Kazooie-only. Muss ich mir merken, bei grün ist also das Dings, das Pot of Gold. Aua! Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Hier haben wir erstmal nochmal eine Note. Wie viele Noten haben wir in diesem Level jetzt eigentlich schon? Es müsste ja theoretisch fast nur noch der Notenschlüssel fehlen. Nee, nicht ganz. Hier sind dann schon noch mal ein paar Noten irgendwo versteckt. So, und hier müssen wir theoretisch Benjo und Kazooie sein, um den Stein da unten kaputt zu machen. Um einen Jiggy in Pterodactyland zu bekommen. Pterodactylusland. Bäh, ich mag die deutschen Namen immer noch nicht. Ich meine, in Banjo-Kazooie haben sie schon die Namen nicht geändert, vom Englischen her. Warum machen sie es denn in diesem Spiel und deutschen das ein? Das macht doch auch keinen Sinn. Finde ich jedenfalls. Also das ist nur meine Meinung. Und ich finde die englischen Namen sowieso irgendwie cooler als, ja, Wolkenwonnenland, Klunkerkluftmine und was weiß ich nicht alles. So, und ich glaube, um die Safe... Kombination zu bekommen, müssen wir mit Benjo irgendwo hin. Was steht denn hier? Hast du schon in dieses Becken geguckt? Nee, habe ich anscheinend noch nicht, denn da hüpft noch ein Globo rum. Wenn ich das schon gemacht hätte, wäre der Globo schon längst mein gewesen. Er wäre mein. Habt ihr gehört? Mein! Dass da jetzt Wasser war, sonst hätte ich massig Schaden genommen. Also zwei wahrscheinlich, aber trotzdem genug. Lasst mich in Ruhe, ihr seid viel zu viele. Danke. So, bei dem Ausgang war ich auch schon. Lasst mich zufrieden. Und da ist nochmal Wasser. Oder ist es jetzt wieder das gleiche? Nee, da sind noch Noten, da war ich noch nicht.
Und hier ist ein Schild. Diejenige, die Dresien repariert, macht auch dieses mit den Mäusen. Ja, ich weiß, das haben wir schon gemacht. Tut mir leid, Gemjars, aber da hast du uns jetzt echt Stuss erzählt, denn das haben wir schon gemacht. Beziehungsweise, nee, du hast uns keinen Stuss erzählt, das war ja richtig. Aber da kamst du jetzt ein bisschen zu spät. Globo, das ist der zweite. Sehr gut. Denn der andere Globo, der war halt noch aus dem anderen Level, in dem wir davor gewesen sind. Gib mir wenigstens ein Stück Energie, du vollidiotiges Vieh. Na, wer bist du denn? Hey, junger Mann, ich bin George Eisblock. Es hat mich an diesen grässlichen, hochgelegenen Ort verschlagen. Wie ist das passiert, George? Ich war spazieren auf der Eisseite der Steinhagelgipfel und mit meiner Frau Martha. Da hat mich ein fürchterlicher Schneesturm weggefegt. Bleib doch hier oben. Du hast noch eine herrliche Aussicht. Ich habe Höhenangst, also ich glaube, ich bin genau über der Eisseite. Gib mir einfach einen Schubs. Okay, wenn du meinst, George. Ach ja, das Essen ist im... zu spät. Hä? Nein, die falsche Seite! Sag Martha, dass ich sie Ja. Das war dann ein Eiswürfelpaar, das mal gewesen ist. Das war mal ein Eiswürfelpaar. Gut, aber wenigstens können wir jetzt das Wasser auf der Vulkanseite ablassen, weil es jetzt kühl genug ist für die Schweinchen. Und dann bekommen wir den Jiggy in Jolly Roger Bay oder Jolly Rogers Lagune, wie auch immer man es sagen will. Ne, heißt ja auch eigentlich Jolly Rogers Lagune. Jolly Roger Bay war im Englischen bei Mario 64. Und da war das Level mit dem Aal. Das heißt Jolly Roger Bay. Bei Mario 64. Ja. Alter, wie viele noch? Warum immer direkt vor meinem Gesicht? Ich wollte gerade sagen, geh dem Ding doch noch näher. Warum sammle ich eigentlich Energie ein, ich Vollidiot? Die hätte ich mir aufsparen sollen, wenn wir Banjo und Kazooie sind. Als Banjo kann ich doch ganz einfach... Nee. Zack. Nee, das auch nicht. Das hier. So. Und hoch C war der... war der Hüpfsack. Als Banjo müsste ich doch auch irgendwo da hinkommen, wo es halt zu dem Hüpfgedingens geht. Von hier aus. Ich weiß nur nicht wo. Warum habe ich hier Plopschuhe? Waren hier nicht irgendwo Fußtapsen? Habe ich die nicht von Weitem hier irgendwo gesehen? Nee. Hier war das nicht. Ha. Ich war noch mitten in der Kampfanimation. Spiel! Was machst du bitte? Ey, das ist echt doof. Ja, egal. Ich meckere irgendwie fast die ganze Zeit, nur so kommt es einem wahrscheinlich vor. Aber das macht mir doch schon Spaß. Und hier war Mingy Jongo drin, ne? Oder ist das hier jetzt das, wo der richtige Momo drin ist? Ne, hier ist Mingy Jongo. Gucken wir mal, ob wir ihn jetzt besiegen können. Blöder Bär, warum kommst du wieder? Ein paar Elektroschocks aus meinem Stab. So. Gut, das hat wieder nicht so geklappt. Egal, dann machen wir eben so weiter. Haben wir uns hier Energie.
Natürlich ist er jetzt da oben. So. Da, meine Chancen, dich aufzuhalten, tendieren gegen null. Yay, wir haben Pseudo-Mumbo besiegt. Uha, oder Cyber-Mumbo, wie auch immer. So oder so haben wir jetzt den 5. Jiggy in dieser Welt bekommen. Dadurch. Mach mal auf, genau. Und hier ist Jiggy Nummer 5 in Wolkenwonnenland. Duha. Sehr schön. Gut, gut, gut. Also, dann geht das doch hier doch so ein bisschen schneller voran, auf jeden Fall, als in dem anderen Level. Ich meine, das ist der dritte Part hier, glaube ich. Und wir haben schon 5 von den 10 Jiggies, die man bekommen kann. Und haben eine Sache auf jeden Fall vorbereitet in einem anderen Level. Und werden jetzt eine Sache machen, die man dann in einem anderen Level halt hat. Und zwar in Pterodactylus-Land. Da ist dann der richtige Mumbo drin. Aber ich muss jetzt erstmal das Wasserbecken finden. Denn das will ich jetzt gerade mal machen. Da ist es, da ist es, da ist es. So. Boom! Und zwar lässt jetzt wird hier jetzt wird hier jetzt das Wasser abgelassen. Es fließt runter zu einem Areal im Pterodactylus-Land, wo ein ziemlich durstiger Dinosaurier ist. Und dadurch kriegen wir endlich noch einen Jiggy in Pterodactylus-Land. Was die fehlenden Jiggies dort, glaube ich, auf 2 reduziert. Also die bekommenen auf 8 sozusagen. Juhu, mein Becken ist voller Wasser. Wo kommt es bloß her? Goop. Hm, schmeckt himmlisch. Nun, es kam tatsächlich aus den Wolken, Dimpo. Ehrlich? Du hast gesagt, es fällt nicht einfach vom Himmel. Ich hab gelogen. Trink und sei glücklich. Das bin ich. Hier, ich gebe dir diesen einzigartigen Goldzahn dafür. Und damit ist das Jiggy 66. Duh. Oh yeah. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, warum soll ich jetzt hier unten noch Luft verlieren? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Und hier unten ist jetzt auch kein Wasser mehr drin. Nö, wir haben in der Zentralhöhle das auch erstmal trockengelegt. Ich musste jetzt erstmal überlegen, wie heißt das nochmal? Wo mache ich jetzt am besten weiter? Wozu habe ich hier eigentlich die Sprungschuhe? Um hier hochzukommen? Ich habe keine Ahnung. Egal, so kommen wir jetzt auf jeden Fall hier raus. Ich glaube, als Einzel-Kazooie konnte ich da ja nichts machen. Da brauchte ich Banjo. War das nicht so? Ah nee, das war wieder die Eingangshalle sozusagen. Das, wo man eingehend ist. So oder so, weiß ich jetzt gerade erstmal nicht so genau, was ich noch weitermachen soll. Würde ich an der Stelle erstmal sagen, was ist das mit dieser Folge von Let's Play Banjo-Tooie. Dankeschön fürs Zusehen, ich bin HBK und ich sage mal Tschüss, bis dann.